hast mich hinter meinem Rücken bei Sebastian angeschwärzt. Wie kommt Sebastian überhaupt auf sowas? Wer sonst hat Interesse, meine Ehe zu ruinieren? Oh, einige, Tanja. Kommissar Helmke, schön, dass Sie sich so schnell Zeit genommen haben. Es ist so, ich möchte eine Entführung anzeigen. Der Termin ist heute Nachmittag. Ich spüre nichts. Gib dir mehr Zeit. Rebecca, für den Schwangerschaftsabbruch gibt es eine Frist und die läuft aus. Ja, die meisten Männer sind wahrscheinlich froh, wenn sie nach dem Test vom Haken sind, aber ich freue mich darauf, Vater zu werden. Es war nur ein Traum. Alexander sitzt im Gefängnis. Er kann dir nie wieder was antun. Das ist es nicht, Rebecca. Aber ist die ganze Zeit hier. Hier drin in meinem Kopf, verstehst du? Dieses Baby, das hatte Alexanders Gesicht. Weißt du überhaupt, was das bedeutet? Vielleicht ist das Kind auch von Tristan. Ja, und selbst wenn? Ich würde doch die ganze Zeit, wenn ich es ansehe, immer nur daran denken, wie er mich... Ich will das jetzt endlich alles vergessen. Also, die Entführer waren zu zweit. Ja. Der Junge war erst allein im Auto und später kam dann das Mädchen dazu. Und würden Sie die beiden wiedererkennen? Ja. Ich weiß sogar, wie sie heißen. Das ist schon verrückt. Nachdem, was alles passiert ist, oder eher was nicht passiert ist, habe ich das Gefühl, dass mir jetzt alles offen steht. Ich kann machen, was ich will. Und was ist alles, was du willst? Ja, was wohl? Musik. Und ich sehe es schon genau vor mir. Du kommst auf die Bühne und fängst an zu singen und hast dabei nichts an. Ja, außer deiner Gitarre natürlich. Ey. Nur in deinen schmutzigen Träumen. Estadio Olimpico Caracas. 200.000 Zuschauer, 100 Meter Bühne. Und nach der Veranstaltung werde ich sagen zu meinen Leuten, hey, komm mal mit Backstage. Und die Kleine da hinten, die kenne ich. So, das reicht jetzt. Ey. Mehr Infos brauchen wir nicht. Vor so vielen Leuten, das würde ich mich gar nicht trauen. Ich mich auch nicht. Timo, was ist mit dir? Was willst du jetzt am liebsten machen? Und es wurden keine Forderungen gestellt? Doch. Aber es ging nicht um Geld. Die beiden wollten, dass ich einen Mord gestehe. Tim Sander ist der leibliche Vater von Timo Mendes und Timo ist von der Idee besessen, ich hätte ihn getötet. Und haben Sie? Wie kommt der Junge dann auf diese Idee? Ich bin überzeugt davon, dass Clarissa von Anstetten ihm das einredet. Diese Frau manipuliert ihre Familie. Sie tut alles, um mich zu ruinieren. Und Kim, was ist dein Traum? Hallo, ich kann keine Gedanken lesen. Heiraten. Der Typ wird nichts zu lachen haben bei einer Frau wie dir. Ich frag dich noch mal in einem Jahr, wenn ich Kimberly Sanchez heiße. Das Kind kann nichts dafür, Marlene. Egal, wie du dich entscheidest, hör auf, es zu hassen oder dir einzureden, dass es von Alexander ist, solange du es nicht weißt. Hast du auch nur annähernd eine Vorstellung, wie ich mich fühle? Ich muss dich doch nur ansehen. Warte das Ergebnis der Untersuchung ab. Und wenn das Kind von Tristan ist, dann ändern sich vielleicht auch deine Gefühle für das Baby. Und wenn nicht? Dann kannst du immer noch eine Entscheidung treffen. Das kannst du sowieso. Es ist immer deine Entscheidung. Ich habe nicht mehr viel Zeit. Genug Zeit, um eine Entscheidung zu treffen. Wieso erstatten Sie erst jetzt Anzeige? Ich hatte Angst. Um mich und meine Familie. Keine Sorge. Wir kümmern uns drum. Thank you.
du, man kriegt heute noch einen einfachen Fernseher? Ne? Nur noch so Riesenäumel mit DVD, HD, Full Plasma und was weiß ich. Glaubst gar nicht, was der Verkäufer mir alles erzählt hat. Fehlt nur noch, dass das Ding alleine einkaufen geht. Also ich wäre für einen, der unseren Abwasch macht. Gut sitzt man hier. Sag mal, warum hast du eigentlich Hagen daran gelassen? Den mit seinen zwei linken Händen. Was? Ich dachte, der Elektriker hätte dem Fernseher den Rest gegeben. Der Elektriker? Thomas. Wer hat mir den Elektriker noch mal empfohlen? Ich unterbreche dieses kleine Tete-a-Tete hier nur äußerst ungern. Dann lass es doch. Würde ich gern, kann ich aber nicht. Die Arbeit. Victoria, wenn du dich vielleicht für einen Moment von deinem Gatten losreißen könntest, ich würde dich gerne im Büro sprechen. Ja, und Sie haben doch sicherlich auch noch den einen oder anderen Baum zu fällen, oder? Wir sehen's. Bis nachher. Tschüss. Tschüss. Sie sollten sich einen neuen Elektriker besorgen, Ihre taucht nichts. Wir reden hier von einem Riesenbatzen Geld. Meine Eltern waren nie wirklich davon begeistert, dass ich Pilot werden will. Aber sie würden es akzeptieren. Deswegen kann ja nicht jeder Arzt werden. Ja, aber nachdem, was ich mir in den letzten Tagen geleistet habe, ich weiß nicht, ob das gerade der perfekte Moment ist, um nach Kohle zu fragen. Dann bleibt dir nur noch die Bundeswehr. Super. Da muss ich mich mindestens 5 Jahre verpflichten. Und wenn ich dann noch Glück habe, dann bombardiere ich irgendwelche kleinen Wüstendörfer. Wieso, wenn du Glück hast, dann darfst du doch Hilfsgüter über gefährdeten Regionen abwerfen. Nahrungsmittel, Brot, Medikamente, sowas macht die Bundeswehr doch auch, oder? Außerdem habe ich gehört, dass Frauen total auf Kampfpiloten abfahren. Das ist eine geile Geschichte. Ich habe mal einen kennengelernt, der hatte nur die Pilotenjacke und hat sie alle bekommen. Der wusste nicht mal, wie ein Flugzeug aussieht. Und sowas interessiert Timo nicht. Ach du, ich könnte mir schon vorstellen, dass Passagierflugzeuge sind vollkommen in Ordnung. Ja, ist auch gut. Denn ich habe gehört, dass Piloten bei solchen Airlines die Stewardessen flachlegen dürfen. Das ist bei dem vertraglich festgelegt. Wie geil ist das denn? Wer hat dir denn den Quatsch erzählt? Na, der Typ mit der Pilotenjacke. Ich habe doch gesagt, der kennt sich aus. Vielleicht kaufe ich mir auch einfach eine Pilotenjacke. Alles andere kann ich mir aus dem Kopf schlagen. So. Sollen wir dem Pferdchen meinen Namen geben? Lass gut sein. Jeder kann singen, jeder kann Gitarre spielen. Und jeder glaubt, er gehört auf die Bühne. Also, wenn ich singen könnte, dann würde ich auch Rockstar werden. Das ist doch das Coolste, was es gibt. Hier? Aber dann müsste auch jemand meine Platten kaufen. Ich hab einfach Schiss, dass die Leute nicht mögen, was ich mache. Das weißt du erst, wenn sie dich ausbuhen. Toll, danke. Wenn du es nicht machst, dann kannst du es auch nicht wissen. Lass mal gut sein. Ich krieg ja schon Schiss, wenn ich nur für die Schule ein Referat vorbereiten muss. Ich komm schon klar. Außerdem ist es viel bescheuerter, dass Timo kein Geld hat für seine Pilotenausbildung. Ja, wenn du auf der Bühne singen würdest, dann könntest du das bestimmt für ihn verdienen. Lass mal. Muss es auch einen anderen Weg geben. Weißt du, ich glaube, Leonie, die braucht einfach nur so einen kleinen Schubs. Wenn sie merkt, dass den Leuten ihre Musik gefällt, dann traut sie sich auch auf die Bühne. Und was ist, wenn es den Leuten nicht gefällt? Dann singt sie nie wieder einen Ton. Was soll denn das jetzt? Vergiss, es ist einfach nicht mein Tag heute. Weil Kim dich in einem Jahr vor den Altar schleifen will? Hm? Quatsch, weil du die ganze Zeit rumlamentierst. Ich verstehe nicht, wo dein Problem ist. Du kannst jederzeit einen Ausbildungskredit aufnehmen. Und Leonie muss sich nur mal zusammenreißen, dann kriegt sie auch ihr Lampenfieber in den Griff. Und dann könnt ihr beide schön das machen, was ihr wollt. Hm? Aber das kannst du genauso machen. Ja. Du kannst genauso gut Koch werden und dein eigenes Restaurant eröffnen. Wo ist denn da das Problem? Ja, klar, stimmt, habe ich ganz vergessen. Und dieses Restaurant nenne ich dann
Gasthaus zum illegalen Einwanderer. Denk doch mal mit, verdammt! Daran habe ich nicht gedacht. Weißt du, in Venezuela, da gibt es ein Sprichwort für große Menschen, die haben kalte Hände. Was soll das heißen? Nee, das geht auch anders. Das geht. Kleine Menschen haben kalte Füße. Leute mit kalten Füßen haben ein kleines Herz. Menschen mit kleinen Füßen haben kalte Herzen. Wer kein Herz hat, sollte lieber zwei Füße haben. Ja, irgendwie so. Was soll das Sprichwort wenigstens bedeuten? Das heißt so viel wie, du kannst nicht immer das bekommen, was du willst. Ein bisschen poetischer, aber vom Kern. Also, ich mach mich mal vom Acker, ja? Alles klar, dann bis heute Abend. Und kein Wort zu Leo, versprochen? Okay, tschüss. Was machst du denn hier? Ich hab gedacht, du hast heute Dienst. Hab ich auch, Nachtschicht. Aber ich hatte vorher noch einiges zu erledigen. Setz dich. Klingt ja offiziell. Was gibt's? Eine ganze Menge. Setz dich. Was ist denn das? Das hier ist das Ergebnis des Sehtests, den du letztes Jahr gemacht hast. Und was soll ich damit? Sag mal, stimmt was nicht? Nein, alles bestens. Und hier ist das Gesundheitszeugnis deines jährlichen Check-ups. Das hier ist das Sparbuch von dem Konto, das deine Mutter und ich kurz nach deiner Geburt für dich eröffnet haben. Da sind fast 16.000 Euro drauf. Ja, kannst du jederzeit abheben, wenn du es möchtest. Ich denke, das sollte für den Anfang reichen. Und hier das Wichtigste. Anmeldeformular? Von drei verschiedenen Fluggesellschaften, die alle noch kommenden Herbst mit der Pilotenausbildung beginnen. Leonie war bei dir, hm? Ja. Und wenn ich dir einen dringenden Rat für deine Zukunft geben darf, leg dich um Gottes Willen nie mit ihr an. Ja, du kannst dir die Spiele auch im Internet anschauen. Aber das ist so klein, da siehst du den Ball manchmal kaum. Das sagt ausgerechnet der Mann, der mir meine Glotze zerlegt hat. Also langsam geht's mir echt auf den Zeiger. Ich sag jetzt mal nichts. Papa guckt eh nicht live. Ist ihm viel zu aufregend. Außerdem muss man da schon wieder so einen Extra-Kanal zubuchen. Ja, weil es ja auch mit extra Kosten verbunden ist. Kann mir mal jemand helfen? Ich krieg das Ding hier eigentlich kaum rein. Wow. Was ist das denn? Wow. Das ist eine Überraschung für deinen Vater. Thomas, der hat sogar einen integrierten Rekorder. Damit kannst du dir die Sportschau auch angucken, wenn du mal keine Zeit hast. Hey, der ist sogar 3D-tauglich. Ja. Komm, Hagen, wir packen den mal aus. Nein. Bist du verrückt? So ein Ding kostet auch ein Vermögen. Hast du eine Bank überfallen? Ja. Nein, ich hab's bezahlt mit einem Scheck von Lahnstein Enterprises. Als Bonus für gute Leistung. Ansgar von Lahnstein kauft uns einen Fernseher? Den hat Ansgar uns nicht gekauft. Das Geld kommt von Ludwig.
Immer die gleiche Masche. Thomas, wie gesagt, das Geld kommt von der Geschäftsführung. Du weißt doch gar nicht, was er ihm erzählt hat. Der versucht es auch immer wieder. Ich weiß, du wolltest eigentlich allein zu dem Termin, aber ich dachte, falls du es dir anders überlegst. Schön, dass du gekommen bist. Tristan hat mich auch gefragt, ob er mich begleiten soll, aber ich weiß auch nicht. Frau von Lahnstein? Das bin ich. Wir wären jetzt soweit. Kommst du mit rein? Sicher. Kommen Sie bitte mit. Kann mir von euch jemand erklären, weshalb man hier so dringend erscheinen muss? Mensch, Opa, weil ihr heute richtig der Bär steppt. Oh, da bin ich aber gespannt. Ja. Jo. Na? Oh, hier ist ja richtig was los. Ja, ist ja auch kein Wunder bei dem Programm heute, oder? Heute spielt eine junge Künstlerin, die ihren Song das erste Mal live auf der Bühne präsentiert. Echt? Ja. Wie krass. Ja, ist schon verrückt. Weil wir doch gerade heute davon gesprochen haben, dass das eigentlich dein großer Traum ist, oder? Und wann geht's los? Naja, sobald die Künstlerin dafür bereit ist. Ah, du! Ich? Tja, dein Abend, dein Publikum. Nee, das kann ich nicht. Jo, jetzt bleib doch mal hier. Na klar kannst du das. Und woher weißt du das? Weil, naja, ich kann auch alles. Ich kann alles, seitdem wir zusammen sind. Mensch, Leo, du schaffst das, okay? Jetzt entspann dich, tief einatmen, ausatmen. Okay. Ich sitze da hinten, okay? Los. Hi. Danke. Ich singe heute einen Song, den habe ich für einen ganz besonderen Menschen geschrieben. Wickelt dich genauso um den Finger, wie er Kim um den Finger gewickelt hat. Was kommt denn als nächstes? Ein schickes Cabrio? All die Jahre habe ich Rücksicht auf dich und deine Arbeit genommen. Wie oft sind wir umgezogen, weil du dich mal wieder mit deinem Chef angelegt hast? Und ich habe das immer mitgemacht. Weil ich dich liebe. Und weil ich immer stolz auf dich und deine Arbeit war. Und jetzt, wo ich einmal was mache, worauf ich wirklich stolz bin, dann machst du mir alles kaputt und redest mir meinen Erfolg klein. Es kann ja gar nicht an meiner Leistung liegen, die ist ja nichts wert. Glaubst du wirklich, Ansgar sieht in mir nicht mehr als ein paar Brüste und einen Hintern? Wir führen heute eine Chorionzottenbiopsie zur Klärung der Vaterschaft durch. Ich entnehme dafür mit einer Kanüle eine Gewebeprobe aus ihrer Plazenta. Wir besprühen jetzt mit einem Anästhetikum ihre Bauchdecke. Also außer einem kleinen Druck werden Sie gar nichts von dem Eingriff spüren. Wann genau kann man dann mit einem Ergebnis rechnen? Liegt eine DNA-Probe des möglichen Vaters vor? Geben Sie uns einen Tag. Über die möglichen Risiken des Eingriffs wurden Sie aufgeklärt? Ja.
Gut, dann fangen wir jetzt an. Was ist das? Die Herzzone des Embryos. Hören Sie auf! Hören Sie sofort auf! Frau von Lahnstein, ohne ein Ultraschallbild kann ich die Untersuchung nicht durchführen. Das ist mir egal. Ich will dieses Kind nicht. Egal, wer der Vater ist. Ich habe vor einer halben Stunde meine Bewerbung für die Pilotenausbildung abgeschickt. Als Dank und Zeichen meiner Anerkennung, Ansgar. Ich bin davon ausgegangen, dass du von der Gratifikation eher was für deine Familie kaufst als für dich selbst. Deswegen dachte ich, lass mich raten. Anstatt dich einfach zu freuen, überlegst du jetzt, ob das ein angemessenes Geschenk ist. Ich bin überrascht, dass du so ehrlich bist und mir den Erfolg mit Frau Stein zuschreibst. Ich muss mir nicht jeden Erfolg zurechnen. Ich weiß auch so, wie gut ich bin. Du willst mich beeindrucken. Und? Funktioniert's? Nein. Obwohl das Tuch wirklich sehr schön ist. Trotzdem kann ich es nicht annehmen. Das ist aber schade. Du hättest es verdient. Das habe ich auch nicht bestritten. Ich weiß nämlich auch, wie gut ich bin. Wenn das so ist, behalte es. Ich würde mich sehr freuen. Die Farbe passt übrigens hervorragend zu deinen Augen. Bist du dir wirklich sicher, dass du diese Schwangerschaft nicht willst? Ja. Du hältst mich für herzlos. Nein. Ich war noch nie in einer solchen Situation wie du. Was weiß ich schon. Und du bist dir auch sicher, dass du nicht noch mal mit Tristan reden willst? Ich glaube nicht, dass er dich überreden würde. Vielleicht wäre er einfach gern dabei. Um dich zu unterstützen oder vielleicht auch für sich selbst. Ich kann nicht länger warten. Und ich kann ihm nicht erklären, warum ich dieses Kind nicht will. Nicht jetzt, verstehst du? Frau von Lahnstein? Die Indikation liegt vor. Ich habe mit Ihrer Gynäkologin telefoniert und bei der Beratungsstelle waren Sie ja bereits. Es ist also Ihre Entscheidung, ob Sie den Abbruch wünschen. Wir haben aber noch ein paar Tage Zeit. Wenn Sie sich noch mal alles durch den Kopf gehen lassen möchten. Ich will nicht länger warten. Ich will mein Leben zurück. Gut, dann lasse ich jetzt alles für den Angriff vorbereiten. Ich glaube nicht, dass das so eine gute Idee ist, wenn ich mich herumtreibe. Du treibst dich hier nicht rum. Du bist mein Gast. Oder besser gesagt, wir sind deine Gäste. Guten Abend, Evaristo. Emilio. Gut. Du willst kochen. Ich glaube, du findest hier alles, was du brauchst. Trockengereiftes Husumer Weidenrind. Das ist noch nicht euer Ernst. Wie geil ist das denn? Also, ich habe schon ein bisschen Hunger. Thank you.
du das? Naja, also, ich habe den Butler gerufen und 27 Angestellte. Und wir waren 3 Wochen Tag und Nacht im Einsatz. Das merkt man. Weißt du, was das Schwierigste war? Die Kerzen. Das sind Teelichter. Siehst du, und ich habe gewusst, dass du das denkst. Aber es sind nicht nur Teelichter, sondern die sind extra aus China hergekommen und 9000 Kilometer nur für dich, für den heutigen Abend hierher geflogen. Aha. Oh, ich glaube, du musst noch mal den Butler rufen. Die Angestellten haben ein paar Kissen und Decken auf dem Boden liegen. Also, ja, eigentlich gehört das so. Ich dachte, ja. Hier so. Hör auf damit, sonst muss ich lachen. Womit soll ich denn aufhören? Entschuldigung. Aber ich dachte immer, sowas gibt's nur irgendwelche schnulzigen Romanzen. Wenn wir schon mal dabei sind, wo sind eigentlich meine Rosenblätter? Du mal vergiss es, Blumen im Bett? Steh schon, du bist nicht so der Blümchentyp. Entschuldige mal, Leo, ich versuche hier so ein bisschen romantisch zu sein. Und du... Und wann kommen wir dann endlich zur Sache? Solltest du hier noch öfter spielen lassen, bevor du sie nicht mehr bezahlen kannst. Hammer Stimme, oder? Hallo, Christian. Ah, hey, Frank. Bist du dienstlich hier? Ja, leider. Sagen Sie, bei Ihnen wohnt zurzeit eine Leonie Richter, stimmt das? Ja, gibt's ein Problem? Wir möchten Ihnen nur ein paar Fragen stellen. Wissen Sie, wo wir sie finden können? Oben in ihrer Wohnung ist sie nicht. Ja, sie hatte gerade ihren ersten großen Auftritt. Wahrscheinlich ist sie bei ihrem Freund. Timo Mendes? Ja. Und den finde ich wo? Na ja, der wohnt mit seinem Vater auf Königsbrunn. Super, danke. Ja. Was ist denn überhaupt das Problem? Tut mir leid, Sie werden verstehen, dass ich Ihnen das nicht sagen kann. Tschüss. Tschüss, wir sehen uns beim Training. Tschüss. Tschüss. Ah, Thomas. Haben Sie zufällig meinen Sohn gesehen? Nee, hab ich nicht. Na, dann wird er ausgeritten sein. Kann sein. Und? Werden Sie heute Abend ein bisschen feiern mit Ihrer Frau, dass Ansgar Sie zu seiner Referentin befördert hat? Was er sich ja einiges hat kosten lassen. Sie meinen die Gratifikation? Ist doch schön, wenn der Chef alles tut, um meine Frau bei Laune zu halten. Sie meinen, Ansgar will Ihre Frau bei Laune halten? Er ist jedenfalls sehr bemüht, für ein gutes Verhältnis zu sorgen. Also, ich glaube, da sehen Sie einiges falsch. Ach ja? Wie soll ich denn sehen, wenn meine Frau die ganze Zeit mit Aufmerksamkeiten versorgt wird? Also, Ansgar hat gar nicht die Autorität, über Gratifikationen zu verfügen. Das ist Aufgabe der Geschäftsleitung. Oder warum sollte ich sonst Ihrer Frau einen Scheck ausstellen? Jetzt noch das OP-Hemd. Das ist der Oberhammer. Wenn Sie erlauben, möchte ich mich den Worten von Fräulein Kim anschließen. Das ist der Oberhammer. Oh. Könnte ich Sie vielleicht um das Rezept für die Soße bitten? Ich würde Sie so gerne unserer Köchin empfehlen.
Lo siento, no es posible. Das ist nach einem Familienrezept. Ah, so ein Familiengeheimnis hatten wir auch mal. Mein Vater hat mir bis heute nicht verraten, was er in seinen Schlabberkappes getan hat. Aber verdammt war der lecker. Schlabberkappes? Wo kommen Sie denn her? Pastor Broxel. Nun denn, genug geplaudert. Es bleibt mir nur noch zu hoffen übrig, dass Sie in Zukunft des Öfteren hier kochen werden. Ah, lassen Sie mal, das mache ich schon später. Nun dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank für das vorzügliche Mahl. Fräulein Kim, Olivio. Du sag mal, was ist ein Schwabbelbabbels? Schlaberkabbels. Das willst du nicht wissen. Das kann sein. Aber an den Kraus könnte ich mich langsam echt gewöhnen. Und ich könnte mich daran gewöhnen, von dir bekocht zu werden. Das mit der Salsa, ist das eigentlich wirklich ein Familienrezept oder? Das ist ein Rezept von meiner Großmutter. Und ich habe echt lange ausprobiert, bis ich es hingekriegt habe. Und heute war es das erste Mal. Woran lag's? Vielleicht in der charmanten Gesellschaft. Und damit meinte ich nicht den Butler. Oder einfach an den Zutaten. Und genau das ist der Grund, warum ich Koch werden wollte. Es gibt nichts Besseres, als in zufriedene und satte Gesichter zu sehen. Ich bin ein Idiot. Oh, hast du was neu? Ja. Und ja, es ist ein Geschenk von Ansgar. Weil er nämlich genau wusste, dass ich mich von meinem Bonus nicht selbst belohnen würde. Ah, ich weiß schon, was du sagen willst. Dieser Typ, der tut doch nichts ohne Hintergedanken. Ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht will er mir mit diesem Tuch ja wirklich schöne Augen machen. Aber das ist mir doch egal. Weil ich nämlich nicht vorhabe, dich mit ihm zu betrügen. Und weil ich das so genau weiß, werde ich das Tuch behalten. Ob es dir gefällt oder nicht. Hey. Es ist... Ja. Wie fühlst du dich? Ich bin einfach nur froh, dass es vorbei ist. Sieh an. Probst du schon mal für einsame Abendessen? Hat dein Mann sich gemeldet? Ja, hat er. Schön. Meine Familie mit reinzuziehen war ein Fehler. Ein Fehler, der Konsequenzen hat. Der Espresso.
Welche Konsequenzen sollen das sein? Ich glaube, sowas nennt man erpresserischen Menschenraub. Eine ziemlich schwere Straftat, wie wir beide wissen. Aber keine Sorge, Clarissa, es geht mir nur um deine Familie. Den Latino habe ich verschont, dann könnt ihr also gemeinsam um deine Enkel weinen. Dein Vater? Der hat eigentlich Nachtschicht. Timo? Oh ja. Timo Mendes, Leonie Richter. Ich muss Sie bitten, mit ins Präsidium zu kommen. Was, aber warum? Gegen Sie liegt eine Anzeige vor. Entführung und Erpressung von Tanja von Lahnstein. Sie sind vorläufig festgenommen. To you.